In diesem Clip bauen wir auf dem vorigen Clip auf. Das heißt, im vorigen Clip ging es darum, Gewinnstellungen zu verwerten. Diesmal geht es darum, Verluststellungen so lange weiterzuspielen und so gut weiterzuspielen, dass wir dem Gegner maximale Schwierigkeiten bereiten. Und genauso wie es für manche Spieler schwierig ist, Gewinnstellungen zu verwerten, ist es bei anderen Spielern so, dass sie, sobald sie in eine schlechtere Stellung kommen, die Partie innerlich abhaken. Innerlich abhaken bedeutet, eigentlich stehe ich ja schon schlechter, ich könnte ja gleich aufgeben, und ja, ich spiele halt jetzt noch ein paar Züge. Ich vertrete da die Meinung, wenn Sie schlechter stehen und dieser Gedanke taucht bei Ihnen auf, dann sollten Sie sich über zwei Handlungsmöglichkeiten Gedanken machen. Die eine Handlungsmöglichkeit ist, Sie geben die Partie auf. Sie schütteln dem Gegner die Hand, sparen sich Ihre Energieressourcen. Wenn sich um eine Turnierpartie handelt, können Sie am nächsten Tag mit neuer Energie wieder rangehen. Das ist eine Variante. Die zweite Variante ist, sich bewusst dafür zu entscheiden, dem Gegner in dieser Situation maximale Probleme zu machen. Und dafür ist dieser Gedanke, eigentlich kann ich schon aufgeben, ich mache jetzt noch ein paar Züge, überhaupt nicht hilfreich. Welcher Gedanke wäre da hilfreicher? Überlegen Sie sich das für Sie. Ich habe eine Idee, welcher Gedanke das sein kann. Genau das, was ich vorher ja schon gesagt habe. Aber vielleicht ist für Sie ja ein anderer Gedanke besser und hilfreicher. Das ist das Gleiche, wie wir es in der Gewinnstellung und wie wir es beim Verwerten von Gewinnstellungen schon gesagt haben. Das heißt, welcher Gedanke ist hilfreicher? Der Gedanke, jetzt werde ich dem Gegner maximale Probleme stellen und er muss mir noch beweisen, dass er die Partie tatsächlich gewinnt. Wenn Sie sich diesen Gedanken denken, statt dem Gedanken, eigentlich habe ich schon eine Verluststellung und ich könnte ja eigentlich gleich aufgeben, ein paar Züge mache noch, dann werden Sie mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Grundressource ans Brett rangehen und Ihre Züge machen. Ihr Ziel ist es nämlich nicht, jetzt noch ein paar Züge zu machen, sondern Ihr Ziel ist es dann, bei jedem einzelnen Zug Ihrem Gegner das Maximale entgegenzusetzen, was Sie noch haben, maximale Probleme zu machen. Und Sie werden merken, wenn Sie das tun, wenn Sie Ihren Gedanken ersetzen, das heißt den alten Gedanken, eigentlich könnte ich schon aufgeben, durch den neuen Gedanken, ich stelle maximale Probleme, werden Sie viele Partien, die eigentlich schon verloren sind, noch umdrehen können. Weil was ist das Unangenehmste, was einem Gegner passieren kann, der eine Gewinnstellung hat, der eine bessere Stellung hat? Das Unangenehmste, was ihm passieren kann, ist, dass er maximalen Widerstand bekommt, dass er sehr viel Widerstand bekommt. Ich selbst habe diese Erfahrung gemacht. Es ist ein Turnier, das ich vor einigen Monaten gespielt habe. Und ich habe die Eröffnung gar nicht gut gespielt, war mit meinen Gedanken woanders. Und habe relativ schnell ja, Material eingestellt und eigentlich hatte dann mal 10 Minuten benötigt, um das zu realisieren und habe mir die Frage gestellt, gebe ich diese Partie jetzt gleich auf? Meine Überlegung war die, das wäre jetzt in einem großen Turniersaal wahrscheinlich die erste Partie, das war so im 10. Zug, die erste Partie, die jetzt beendet ist und da habe ich mir gedacht, na das muss jetzt nicht sein. Die Alternative ist, ich werde auch mit weniger Material dem Gegner maximale Schwierigkeiten machen. Der Gegner war nominell ein wenig schwächer wie ich und genau das habe ich dann gemacht. Die Partie hat weitere 50 Züge gedauert und letztendlich habe ich die Partie gewonnen. Nicht deswegen, weil ich dann so grandios Schach gespielt habe, sondern deswegen, weil mein Gegner erkannt hat, dass jetzt plötzlich Widerstand da ist. Und dieser Widerstand hat dazu geführt, dass der Vorteil, der sehr klar war aus der Eröffnung heraus, aus den ersten 10 Zügen heraus, zunächst einmal nicht größer geworden ist. Und plötzlich hat er angefangen nachzulassen. Plötzlich ist der Vorteil immer weniger geworden. Und subjektiv, jede Computer-Engine hat es danach noch immer mit klarem Vorteil
für ihn bewertet, aber empfundener Vorteil war immer weniger vorhanden. Und das, was dann dazu führt, ist, dass er beginnt daran zu zweifeln. Er hat schon eine klar bessere Stellung und plötzlich wird ihm Widerstand entgegengesetzt. Und das ist dadurch entstanden, dass ich mir mit der festen Überzeugung in der Situation an jeden Zug rangegangen bin, ich stelle ihm die maximalen Probleme. Alles, was möglich ist, werde ich tun, damit er es nicht leicht hat, die Partie zu gewinnen. Das wird nicht immer gelingen, sie werden trotzdem Partien verlieren. Aber das, was sie am Schluss tun können, ist, sie können sich in den Spiegel schauen, können sagen, ich habe dem Gegner in dieser Partie auch nach meinem Fehler, auch nach meinen Fehlern möglicherweise maximale Probleme gestellt und sie werden zufrieden sein. Mit sich selbst und mit dem, was sie versucht haben. Und letztendlich geht es darum, dass sie nach ihren Schachpartien zufrieden sind und ja, und hin und wieder wird es ihnen gelingen, auch so durch diese Methode möglichst gute Ergebnisse zu haben. Das ist eine ganz wichtige Grundeinstellung, um erfolgreich zu sein. Spitzenspieler haben im Wesentlichen diese Grundeinstellung.